So, da sind wir wieder zurück und wir haben hier drüben ein paar sehr üble Kollegen. Okay, er geht da außen rum. Ja, den werden wir uns jetzt holen. Was wir ihn hier erledigen. So, den hätten wir auch. Sitzt da oben noch jemand? Ich weiß es nicht. So, ihn erledigen wir auch noch mal. Boah, sind hier viele Gegner, Alter. So. So, da drin sind nur Mülltüten. Oh, fuck. Ist das ein Gegner? Bin mir da nicht sicher. Doch, es war einer. Scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Und auch nämlich keine Kugeln mehr. Alles klar. So, den hätten wir auch. Super. Panzerweste. Ah. Jetzt war ich gerade ziemlich ruhig, weil ich mich konzentriert habe. Weil ich mal wieder einfach so zwei Superschüsse in Sand gesetzt habe. Habe ich natürlich mal wieder einzigartig gut gemacht. Nicht. So, da vorne haben wir noch den Pfeil. Den gehen wir gleich holen. Vorher gucke ich, komme ich hier rauf? Nee, komme ich nicht. Okay. Ach, er quält sich hier immer noch. Ja, dann stirb mal, du Sau. Jawoll. So, auch hier nochmal gucken, dass ich bloß nichts übersehe. Ach, wäre ich mal hier längs gegangen. Das wäre viel einfacher. Ah. Immer die Erkenntnis im Nachhinein, wie doof man einfach war. Naja gut, ich gehe jetzt hier auf jeden Fall erstmal meinen Pfeil aufsammeln. So, eigentlich sollte hier jetzt alles safe sein. Zumindest glaube ich nicht, dass hier noch mehr Leute sind. So, hier war ich ja schon fast, also indirekt war ich hier. Nee, ich war hier noch gar nicht. Oh, Freunde. Doch, natürlich war ich hier. So, dann gehen wir hier die Treppe mal hoch. Und gucken mal, wo es uns hier hinführt. Ja, es ist ein Aussichtsplateau. Aber sonst nirgendwo Interessantes hin. Ja. Habe ich da gerade was keuchen gehört? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kurz geheilt. Ja, Freunde, eben nochmal schön zwei Patronen in den Sand gesetzt, Alter. Das stimmt, das ist Henrys Rollstuhl. Das ärgert mich so ein bisschen.
Moment mal, Moment mal. Ich habe Ressourcen übersehen. Ganz sicher. Und zwar, wenn ich hier links laufe und... Warte mal. Ich habe hier ganz sicher Ressourcen übersehen. Ich weiß auch wo ungefähr. Ich weiß nur noch nicht, wie genau ich da hinkomme. Hier, ich kann euch zeigen, was ich meine. Ah! Hier! Ah! Budumtsch! Echt so, ey. Weißt du, anstatt dass ich gleich mal von Anfang hier... Ich hätte die alle umgehen können und von hier oben runterschießen können, die... Vollspasten. Oh. Da hat jemand gerufen. Oh. Oh, you know that guy in the wheelchair, don't you? He's the one who broke my ribs. I'll tell you where he went if you patch me up. Ja, ich finde den auch so. Also ohne dir zu helfen. Ja, ich... Natürlich finde ich den so. Ich weiß ja mittlerweile, wo der es war. Aber wir helfen ihm trotzdem, um eine Wiederholung zu kriegen. Und damit ich euch zeigen kann, was er uns zu erzählen hat. Your friend. He said he knows the location of the survivor camp, the one everyone's talking about. The guys who took him wanted him alive. That's all I know. Na, das hat mir ja super viel gebracht, Alter. Wenn ich dich irgendwann mal in die Finger kriege. Ja, danke für das Glück, dass du mir bei der Suche wünschst. Sag mal, wie komme ich denn hier jetzt wieder weg? Sag mal, beladen, ey. Also... Ich bin im Laden und so. ja, dann runter hier. Runter hier. Alles klar, dann hätten wir das Schmerzmittel mitgenommen. So. Hier noch irgendwo was. Hier hinter. Nö. Alles klar. Dann öffnen wir das mal. Oh, das hatten wir lange nicht mehr. So eine Aufgabe. Oh, oh, super. Ey, das ist doch May. May, we've been looking everywhere for you. I'm so glad you're okay. You came for me. Of course, sweetie, I wouldn't leave you here. Now come on, let's go find your mother. Okay. Okay. Was zur Hölle? Es ist eine Sie. Okay, das war ein dickes, fettes Erdbeben. Und hier, das Riesenrad ist umgestürzt. LOL. What the... Das war da eben aber auch noch nicht. Freunde, das kann ich euch schwören. Das war da eben noch nicht. Das scheiß Schiff hier. Ha, leckt mich am Arsch. Können wir hier hoch? Nee, schade. Alter, what the fuck? Okay. Was zum? Are you ready to find your mother and leave this place? I sure am. Then hang on tight. I'll take you to the boat. Sounds good to me. Leck mich fett, ist mal alles überflutet hier. Ja, nice. Okay, ich denke, hier kommen wir weiter. Na gut. Hier Ressourcen. Was wohl passiert, wenn wir ins Wasser laufen? Ach, er tut das gar nicht. Auch gut, auch gut. So. Sei still, Kind. Wenn du weiterhin so brüllst, dann... wird deine Mami noch entführt. Scheiße, Mann, jetzt... Gib Gas, Junge. Nicht, dass die auch noch weggeholt wird. Das wäre nämlich gar nicht nach meinem Einverständnis. You're a miracle, you know that? When nothing else in this world works like it's supposed to, you, my friend, are a miracle. I don't know what to say. Come on, we should go. The boat's coming.
Right. Alles klar. Also ich gucke ganz kurz auf die Karte, die haben wir uns nämlich noch gar nicht angeguckt. Ah, zum Schiff gehen. Also hier runter, dann da längs. Ich wette mit euch, dass wir noch ein paar netten Burschen über den Weg laufen werden. So, laufen können wir gerade nicht. Okay. So, dann gucke ich mal eben. Aber hier, von hier aus sehe ich auch keine Ressourcen, aber wir haben eigentlich auch genügend. Ich meine, wir haben genug von allem. Eigentlich hätte ich das Spiel auch auf schwer spielen können. Ja, natürlich bin ich sicher. Ganz kurz gucken. 84%. Das Spiel, das ist nicht lang. Also dafür, dass es, glaube ich, so im Normalverkauf 20 Euro kostet. Ich habe auf jeden Fall über den Steam Sale jetzt zu Weihnachten weniger bezahlt, aber es ist nicht günstig. They have supplies there, and the air is much cleaner than here. That's what May needs. Hi. ich habe irgendwas erzählt. Ach genau, das ist nicht günstig, das Spiel, und dafür, dass... Ich weiß nicht, das sind keine aufwendigen Texturen, die hier erschaffen werden mussten. Die Grafik ist auch nicht so Bombe. Gut, Lichteffekte sind ganz nett, aber... While we were waiting for you, the boat nearly got hijacked by some guys with guns. Let's go. We'd all like to leave this place as far behind as possible. Ja, die, das Mädel heißt Linda. Das erste Mal. Punktemodus. Ach, wir haben 100%. Hui, Freunde. Gut, damit wäre dann ganz überraschend das Let's Play von I Am Alive abgeschlossen. Krass. Hätte ich nicht gedacht. Nur 8 Stunden, 12 Minuten und 29 Sekunden hat das ganze Let's Play gedauert. Immerhin, wir haben eine Endpunktzahl von 93%. Und insgesamt haben wir 87,5% geschafft. Ach, wir hätten noch die Tomaten zu dem Ehepaar bringen können, dann hätten wir noch ein bisschen, hätten wir zumindest 16 von 20 Opfern geholfen. Aber gut. Ich denke, was? Ich denke, das war's dann, Freunde. Ach ja, wir hätten das Humanismus plus 5%, wir hätten Menschenfleisch essen können. Wir hatten so viele Ressourcen zum Ende. Also, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr daran interessiert seid, ob ich das Spiel irgendwann nochmal auf hart spielen soll, also wirklich mit wenig, mit harten Eiern in der Hose und mit wenig Problemen. Ich meine, gut, wir sind immerhin 28 Mal gestorben, hey, krass. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt so überraschend endet, aber Freunde, aber was für mich ziemlich den Eindruck hatte, ist, dass es eine Fortsetzung geben wird. Obwohl, ja, der Abspann, der hat das so ein bisschen... Also man hätte den Teil jetzt...
Ja, man. Ja, aber der Abspann jetzt, dass die Tochter wohl anscheinend seine Ausrüstung gefunden hat, naja, lässt einige Fragen offen, wenn ihr mich fragt. Ja, wir sehen hier jetzt die Credits ablaufen und ja, die werde ich jetzt auch mit zu Ende aufnehmen, denn das hat dieses Spiel einfach verdient. Wenn ihr mich fragt, ist es ein echt schönes Spiel? Moment, halt. Ist es ein gutes Spiel? Ob es schön ist, da streiten sich die Geschmäcker drüber. Ich bin schon so ein bisschen so ein kleiner Grafikfetischist, also ich stehe schon auf Spiele, die echt eine Bombastik-Grafik haben. Aber ich bin auch abwärtskompatibel, sag ich mal so. Ich habe auch kein Problem damit, wenn ein Spiel mal nicht so aussieht wie aus dem 27. Jahrhundert. Ihr versteht. Und ja, auf jeden Fall sehr spannendes Let's Play jetzt. Ich habe es auch einigermaßen geschafft, regelmäßig Folgen rauszubringen. Und ich denke gerade nach. Ich überlege gerade, was ich als nächstes machen könnte, als nächstes Let's Play. Ihr wisst ja, ich kündige das immer groß an und bis dann was kommt davon. Aber ich glaube, wir werden... Ach genau, ja, das hatte ich ja angekündigt. Ich glaube, in der letzten Episode... Homefront, Freunde. Homefront wird das nächste Projekt sein, genau. Homefront wird nicht lang sein. Ich weiß, dass die Singleplayer-Kampagne ziemlich lang, ziemlich kurz ist. Und darum werde ich das, denke ich mal, dann dazwischen schieben. Und dann, meine Freunde, geht's los. Entweder mit Hawks, Clear Sky. Hawks? Tom Clancy's Hawks? Nix Clear Sky. Was war denn noch der Titel von Clear Sky? Stalker, genau, Stalker, The Clear Sky. ja genau, entweder kommt dann Hawks, ein bisschen Abwechslung mal so mit Kampfjets und sowas, oder Mafia 1, Freunde. Ja. Dead Space, da werde ich wahrscheinlich auf einem anderen Kanal bald ein Let's Play dazu machen, das ist so ein Zusammenschluss von ein paar Let's Playern, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, weil ich da noch nicht wirklich groß zugekommen bin, weil dieses Spiel einfach so... Ah, das hat so einen extrem Gruselfaktor, dass ich irgendwie die ganze Zeit Schiss habe. Und wenn ich zocke, dann will ich es auch ganz gerne abends zocken. Und ich bin auch am Überlegen, ob ich das mit Cam machen soll, weil das dann doch schon ziemlich geil kommt. Also, dass ihr mich dann beim Zocken ertragen müsst, mein Anblick. Wenn ich mich so derbe erschrecke und so hier bibbern vom PC sitze. Das wird recht lustig. Aber, genau, ihr kennt das ja schon mit dem Gestammel von mir. Ich denke, viel mehr gibt's nicht zu sagen. Also, wie gesagt, entweder Stalker oder Mafia 2. Als erstes jetzt erstmal, nicht Stalker. Mein Gott, diese ganzen Spielnamen. Homefront, genau. Nein, Stalker überhaupt gar nicht, um Himmels Willen, bitte nicht. Ich komme mit dem Spiel gar nicht klar. Homefront oder Mafia 1 oder Hawks. So, jetzt habe ich's. Schreibt mal in die Kommentare, was euch am liebsten ist. Homefront wird auf jeden Fall jetzt als nächstes kommen. Und wahrscheinlich auch ein paar Multiplayer-Gameplays, wo ich mich einfach mal drin versuche, so ein bisschen Homefront zu zocken. Ja. Ja, eine Review. Mir wird gerade vorgeschlagen, eine Review des Spiels zu machen, aber das ist so ein Gamebericht, das ist so extrem viel Arbeit. Also das ist noch mehr Arbeit als so ein einfaches Let's Play. Da muss ich ja einen Bericht zu schreiben, also einen Text allgemein stechen und schwerken. Stechen und schwerken. Danke. Stärken und Schwächen aufzählen, gewisse Passagen erwähnen und dann rausschneiden aus dem Gameplay. Das ist mir, glaube ich, zu viel Arbeit. Denn ihr wisst ja, ich gehe auch nebenbei noch zur Schule und nichts. Okay. Ja. Das hat jetzt ungefähr eine Stunde gedauert. Eine Stunde? Kommt das hin? Nee, ich glaube ein bisschen mehr als eine Stunde hat es gedauert. Und das jetzt anderthalb dürften das jetzt sein, die ich jetzt eben gebraucht habe für die Aufnahme. Alter, wann sind die denn hier mal durchgelaufen? Läuft überhaupt Musik? Ich habe das Headset schon abgesetzt.
ja, aber extrem leise. So, mein Hals fängt schon an weh zu tun vom ganzen Reden, weil ich weiß ich nicht und so. Und ja, wir können ja hier David Bridget, wir können hier mal so ein paar lustige Namen raussuchen. Das eben war schon der erste. Und Rochelau, Rochelieu, Eric Rochelieu, ach keine Ahnung. Rosato. Six Lim. Hugo Siemert. Philipp Guay. Schottmesser? Schottmeister? Weiß ich nicht. Victor Ferrada. Ferrada. Kirilbo Bordat. Ja, auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal. Multiplayer Connection? Connectivity? Hier gibt es einen Multiplayer? Okay. Auf jeden Fall. Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Auf jeden Fall erstmal ein riesen Dankeschön an Ubisoft, dass ihr dieses Spiel entwickelt habt. War meiner Meinung nach bestimmt nicht so viel Arbeit, obwohl, na gut, die ganzen Kletterpassagen zu planen und alles, das dürfte schon viel Gedankenskraft gekostet haben. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Nachfolger freuen und den würdet ihr natürlich auch sofort im Let's Play sehen. Genauso wie es auch mit dem Nachfolger von Victor Pop ist. Wie es mit Victor Pop. Wie es auch mit Dead Island ist, da werde ich den Dead Island Riptide werde ich auch spielen. Let's Play. Genau, dann eine kleine Ankündigung noch. Und zwar werde ich zusammen mit euch schlucken. Zusammen mit euch ein Let's Play von Stalker. Nein, nicht Stalker. Scheiße. Mann. Nein, wie heißt das Spiel? Sniper Elite V2. Genau. Da muss ich mir nur noch den Uncut-Patch rein installieren, damit ihr auch richtig schön seht, wie die Kugeln die Schädel zerfetzen. Also in der Bullet Kill Cam, die ist ja hier in Deutschland zensiert. Oh, armes Deutschland. Ich meine, wenn ich 18 bin, dann kann ich damit ja auch nicht umgehen. Entschuldigung. Das wird hier schon fast ein Flame. Oh, Leute, diese... Okay, Freunde, ich glaube, ich verabschiede mich dann schon mal. Ich lasse die Credits, danke. Die Credits lasse ich nochmal durchlaufen. Dann könnt ihr, falls ihr Interesse habt, euch das nochmal angucken. Ich glaube, ich habe soweit alles gesagt, was jetzt notwendig ist. Wie gesagt, als nächstes jetzt Homefront. Und dann nehmen wir sie ganz hart dran. Nein. Mafia 1, Hawks, Dead Space vielleicht. Oder hier. Sag schon. Oh, diese Namen, weißt du? Ich werde wahnsinnig. Sniper Elite. Genau. Aber das wollte ich erstmal nochmal selber durchspielen und dann ein bisschen warten, bis ich das wieder vergessen habe. Weil ich damit schon gut angefangen habe. So, Freunde, ich werde mir jetzt schön gediegen was zu essen in die Magengrube drücken und bedanke mich auch nochmal bei euch, nicht nur bei Ubisoft, sondern auch bei euch. Also nein, das war jetzt kein Orgasmus. Mir ist noch was eingefallen. bedanke mich ganz herzlich bei meinen Zuschauern, dass ihr das Let's Play angeguckt habt. Oder allgemein. Oh, Cabanis. Alexandre Cabanis. Cannabis. nein, dass ihr zugeguckt habt bei meinem Let's Play. Und gebt mir Kritik in die Kommentare. Gebt mir sie hart. Nein, konstruktiv bitte. Damit ich mich weiter verbessern kann. Und er saß es gerade neben mir wirklich so Kopf hin runter und er mit der flachen Hand gegen seinen Schädel geschlagen. Was ich aber noch sagen wollte, Far Cry 3, Freunde. Und Fallout New Vegas steht ja auch noch an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Super geiles Spiel, werde ich auch unbedingt nochmal weiterspielen. Könnte ich ja eigentlich auch aufnehmen. Das Problem ist, wenn ich jetzt immer in eine Stadt reingehen will, stürzt mir der ganze PC ab. Deswegen werde ich wahrscheinlich nochmal den Spielfortschritt sichern und das ganze Spiel nochmal neu installieren.
Und ja, gut, dann habe ich soweit, glaube ich, alles. Und Far Cry 3 habe ich halt auch im Blick, das würde ich halt auch extrem gerne spielen. Und Alter, wann ist das denn hier vorbei? Adobe Flash. Was? Powered by Adobe Flash? Leck mich fett. Und Wise. Bing Video. Ah, Leute. Ach, das ist deren Copyright, oder wie? Powered by Unreal Technology. Ja, das war die Engine. Und Dolby Digital. Ja gut, Freunde. Ich sag dann an dieser Stelle tschüss. Ich weiß, reden kann ich wirklich viel. Und die Credits lohnen sich dafür ja auch. Und aber damit ihr das Video ausmachen könnt, wenn ihr es nicht schon lange getan habt. Ciao, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao. Ciao. Ja, jetzt muss ich die ganze Zeit leise sein, bis es zu Ende gelaufen hat. Geil.